Der Hamburger Senat hat Anfang 2017 den Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt aufgelegt, und um die Ziele und auch um die Maßnahmen dieses Aktionsplans soll es nun heute Abend gehen, aber auch nach anderthalb Jahren um eine Zwischenbilanz. Was wurde erreicht? Wo liegen die Herausforderungen und weitere Handlungserfordernisse? Zunächst wird die zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg, Katharina Fegebank, den Aktionsplan vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Senatorin. Und nun übergebe ich zunächst das Wort an Frau Senatorin Fegebank. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein. Das ist etwas herausfordernd, aber das ist es in diesen Tagen. Man schwitzt, der Schweiß läuft, aber ich glaube, wir kriegen das hier alle gemeinsam ganz gut hin. Ich finde es auch schön, dass wir im Rahmen der diesjährigen Pride Week die Chance haben, tatsächlich einmal darzulegen, was der Aktionsplan beinhaltet, beziehungsweise was in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist, und dann mit Ihnen und euch im Gespräch auch zu überlegen, wie das Ganze denn weiterentwickelt werden kann. Denn die Eckdaten sind ja eben schon genannt worden. Der Aktionsplan ist Anfang 2017, also vor anderthalb Jahren, in Kraft getreten. Dem vorausgegangen ist eine ganz intensive Entwicklungs- und auch Beratungsphase, an der viele Menschen, die ich teilweise wiedererkenne und die heute Abend hier sind, auch teilgenommen haben und sich ganz aktiv eingebracht haben, sodass das ja tatsächlich hier auch eine Expertinnen- und Expertenrunde ist, aus den unterschiedlichen Perspektiven da jetzt mal raufzugucken, was eigentlich passiert ist und an welchen Stellen man vielleicht dann in der Evaluierung oder in der Fortschreibung, die 2020 erfolgen soll, dann nochmal nachgesteuert oder auch nachgeschärft werden muss. Vielleicht kann man einmal ganz allgemein sagen, dass ja in den letzten 1 bis 2 Jahren eine ganze Menge passiert ist, auch Erfreuliches passiert ist im Bereich der Gleichstellung und auch Akzeptanz von LSBTI. Viele gehegte Ziele, die ich hier nur noch mal ganz kurz schlaglichtartig nennen will, mit der Ehe für alle. Das wissen alle hier im Raum, dass das noch mal eine besondere Freude ausgelöst hat. Dann die Frage Entschädigung der nach § 175 Strafgesetzbuch verurteilten Homosexuellen. Und dann jetzt jüngst, und das hat Gott sei Dank eine, wie ich finde, breite öffentliche Debatte jetzt schon ausgelöst, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur dritten Option, wonach endlich auch die Belange von trans- und intergeschlechtlichen Menschen in den öffentlichen Fokus geraten sind. Und da sind wir jetzt ja gerade dabei, sowohl von Landesebene zu schieben, die Bundesebene da auch in die richtige Richtung zu drängen, dass wir tatsächlich da die entsprechenden Änderungen erwirken und in puncto Gleichstellung da noch einen Schritt weiterkommen, als wir tatsächlich bisher sind. Aber auch das ist in den letzten Tagen wieder deutlich geworden. Eine zentrale Frage, die mir und wahrscheinlich auch vielen von euch und auch von Ihnen gestellt wird, gerade von Seiten der interessierten Presse. Mensch, schon wieder Pride Week, schon wieder CSD, ist doch ganz viel passiert in den letzten Jahren. Ist jetzt nicht mal gut. Also, das war's doch jetzt irgendwie. Die vollständige Gleichstellung ist doch erreicht. Und dann kann man, wie wir es auch zum Auftakt gemacht haben, letzten Freitag im Rathaus oder auch bei der Pride Night am Samstag, sagen, ja, wir haben viele Sprünge gemacht und es sind viele Erfolge zu verbuchen, aber natürlich sind noch nicht alle Ungleichbehandlungen beseitigt. Insbesondere im Adoptionsrecht, wenn wir bei der Ehe für alle bleiben, gibt es weiterhin Unterschiede zwischen gleichgeschlechtlichen und verschiedengeschlechtlichen Paaren. Und hier gilt es sich natürlich weiter zu engagieren. Das Thema dritte Option habe ich gerade angesprochen, das Thema Transsexuellengesetz oder auch die aktuelle Debatte um die Erweiterung des Artikel 3 Grundgesetz, um auch die Rechte nach sexueller Selbstbestimmung und auch sexueller Vielfalt dort zu verankern. Und gleichzeitig, das muss man natürlich in einem Atemzug dann immer mitnennen, wenn man über Erfolge spricht, wird gerade in den Zeiten, in denen wir viel Verunsicherung spüren in Europa, hier bei uns in Deutschland, sicherlich auch mitunter in Hamburg, vieles von dem, was wir sicher geglaubt haben, viele Freiheiten, viele Werte, die erstritten wurden, in Frage gestellt. Vor allem von rechten Kräften. Und da ist es immer noch wichtig oder wird immer wieder wichtig sein,
hier auch klare Bekenntnisse abzugeben, klare Signale zu senden und sich gesellschaftlich zusammenzuschließen. Ich habe jetzt mehrfach öffentlich gesagt, das ist nicht die Mehrheit, die Menschen, das ist eine lautstarke, mitunter sehr krawallige, sehr populistische Minderheit, aber der muss man eben was entgegensetzen. Und ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir uns unterhaken und auch solche öffentlichen Anlässe nehmen, um im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir es heute am Rathaus auch getan haben, Flagge zu zeigen. Das vielleicht einmal als Situationsbeschreibung, also vieles ist auf den Weg gebracht, erreicht worden. Bei einigen Punkten sind wir sicherlich noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Bei anderen Fragen ist noch eine ganze Menge Luft nach oben und gleichzeitig müssen wir die gesellschaftliche Debatte, die tatsächlich Freiheiten, die tatsächlich sicher geglaubte Errungenschaften immer wieder in Frage stellt, auch tatsächlich mit positiven Akzenten in die richtige Richtung lenken und denjenigen, die es versuchen, in Frage zu stellen, immer wieder sagen, ihr seid in der Minderheit und wir sind in der Mehrheit. Ja, nochmal zur Ausgangslage und auch zu den Zielen des Aktionsplans, also im Januar 2017 beschlossen worden, ist auch im Koalitionsvertrag, der aktuell ja in dieser Legislatur gültig ist, verabredet gewesen. Und wir finden es nach anderthalb Jahren richtig und sinnvoll, hier mal zu gucken, was ist dort eigentlich niedergeschrieben, niedergelegt und was ist bisher passiert. Ich habe nochmal mir zur Aufgabe gemacht, einmal ganz kurz darzulegen, was die Ausgangsvoraussetzung gewesen ist. Ich schwitze wirklich wahnsinnig. Ich habe gerade geguckt, ob es regnet, weil mein Gesicht ganz nass ist. Die Ausgangslage des Aktionsplanes, dass wir von der Prämisse ausgehen, dass Gleichstellung einfach die Aufgabe aller gesellschaftlichen und auch staatlichen Kräfte ist. Und zusammen mit unserem gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm ist es einfach unsere Aufgabe und auch der Anspruch des Senats einer ganzheitlichen Gleichstellungs- und auch Vielfaltspolitik, alle Geschlechter, alle sexuellen Orientierungen auch gleichermaßen in den Blick zu nehmen. Und deshalb ist auch hier unser Anspruch, dass Gleichstellungspolitik Teil einer jeden Fachpolitik ist. Und das hat sich, wie ich finde, ganz gut angelassen. Ich habe ja gerade gesagt, der Aktionsplan ist nichts gewesen, was irgendwo im Keller oder im kleinen Kämmerlein produziert wurde oder wo die Stabsstelle gesagt hätte, so machen wir es, sondern es hat ja schon über viele Jahre immer wieder neue Forderungskataloge, Impulse, Initiativen von Interessenverbänden, Vertretungen der Community gegeben, aber natürlich auch aus den einzelnen Fachbehörden heraus. Und wir haben versucht, das in dem Aktionsplan so zu bündeln. Das ist, wie gesagt, in einer sehr beteiligungsorientierten Weise erfolgt. Im Jahr 2016 haben dazu Auftaktveranstaltungen, Fachforen stattgefunden, die dann mündeten in eine Abschlussveranstaltung, auf der man sich dann auch verständigen konnte über Struktur und auch über die Perspektive, die man geben will in diesem Aktionsplan. Und dann ist das Ganze vor anderthalb Jahren, also im Januar 2017, in Kraft getreten und hat tatsächlich den Anspruch, ein Werk zu sein, das aus der Verwaltung, aus dem politischen Raum und auch aus der Community gemeinsam getragen wird, um eben damit ein gesamtgesellschaftliches Klima zu schaffen, in dem alle Menschen unabhängig von ihrer geschlechtlichen und auch sexuellen Orientierung frei und selbstbestimmt leben können. Und das ist immer die Prämisse gewesen. Und das bildet sich auch in den 90 Maßnahmen, die in dem Aktionsplan verankert sind, sehr konkret ab. Die Maßnahmen haben die zentralen Ziele zu informieren, zu sensibilisieren, Fachkräfte zu qualifizieren, Erkenntnisgrundlagen zu verbessern, Regelsysteme oder auch Regelstrukturen so auszurichten, dass auch die Bedürfnisse von LSBTI berücksichtigt werden und zielgruppenspezifische Strukturen zu stärken. Und deshalb will ich hier heute den Abend und den Anlass natürlich auch nochmal nutzen, um all denjenigen, die beteiligt waren an diesem sehr aufwendigen, aber wie ich immer noch finde, sehr lohnenden und lohnenswerten Prozess sich beteiligt haben aus den verschiedenen Bereichen mit all ihrer Erfahrung
sicherlich dieses Dokument, das unsere Handlungsgrundlage ist, auch sehr bereichert haben, weil immer wieder auf Handlungsbedarfe aufmerksam gemacht wurde. Ich will auch, weil das natürlich wahrscheinlich in der Fragerunde nachher kommt, durchaus nochmal die Herausforderung beleuchten, dass wir natürlich die verschiedenen Interessen auf der einen Seite zusammenbringen mussten, auf der anderen Seite auch verschiedene Erfahrungshorizonte und Erwartungshorizonte. Also einige von euch sind seit 10, 20, 30, 40 Jahren dabei in einem bestimmten Feld. Diejenigen haben dann gesagt, Mensch, das ist schön, dass ihr das initiiert habt, aber das ist doch alles noch nicht weitreichend genug oder nicht detailliert genug. Und dann sind andere dabei, und das hören wir ja vielleicht auch gleich nochmal aus der behördlichen Perspektive, und da können wir alle unsere kleinen Geschichten erzählen und Anekdötchen, die völlig neu an dieses Thema, wie denke ich eigentlich Vielfalt, wie bilde ich das ab in meinen ja sehr starren Verwaltungsstrukturen, die sehr klar immer nur auf ein Thema fokussiert sind oder im Kontext eines Ressorts auf einen kleinen Teilabschnitt fokussiert sind. Wie kriegt man das eigentlich zusammen, das als Querschnitt zu denken, als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu denken und gleichzeitig die verschiedenen Erwartungen auch miteinander abzugleichen und einen Weg zu gehen, der sicherlich in der einen oder anderen Maßnahme auch als Kompromiss, das muss man ehrlicherweise sagen, auch gemündet ist. Manchmal ist die Maximalforderung durchgekommen, manchmal hat man sich erstmal auf einen Prüfauftrag verständigt, wo es denn aus der Community hieß, das ist aber schwach oder das ist wirklich noch nicht weitreichend genug. Wir sind jetzt in der Umsetzungsphase und das läuft über die sogenannten runden Tische, wo wir uns angucken, was in den jeweiligen Bereichen, die wir etwas größer zusammengefasst haben, der Umsetzungsstand ist, welche Maßnahmen es bereits gibt, ob konkrete Maßnahmen vorgeschlagen werden. Ich habe ja eben von den 90 konkreten Einzelmaßnahmen über alle Bereiche hinweg gesprochen. Und auch diese runden Tische bestehen wieder aus den verschiedenen Vertretern Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, also auch wieder Interessensverbände. Ich habe mir jetzt sagen lassen aus den ersten beiden Tischen, dass die sehr gut besucht gewesen sind und dass man richtig ein bisschen bremsen musste, weil man natürlich eine gewisse Arbeitsfähigkeit auch halten muss. Wenn man da wie im Stadion zusammensitzt, ist es natürlich ganz schwer, an der konkreten Frage zu arbeiten und dann am Ende auch mit einem Ergebnis herauszukommen, mit dem dann doch alle leben können. Und deshalb habe ich jetzt wahrgenommen, dass die ersten beiden Tische, das waren zum einen die Handlungsfelder Kinder, Jugend, Familie sowie Gesundheit und Alter, jeweils mit so um und bei 40 Personen stattgefunden haben. Der nächste Ende August ist zum Thema Schule und Bildung und da erwarten wir natürlich ein großes Interesse und da könnte ich mir vorstellen, dass wir da die 40er-Marke also locker knacken werden. Und trotzdem will ich hier nochmal dafür werben, dass man immer arbeitsfähige Größen für solche runden Tische auch tatsächlich braucht. Und vielleicht erzeuge ich da jetzt bei dem einen oder der anderen, bei euch oder Ihnen, auch Verständnis dafür, dass man dann irgendwo auch einen Cut setzen muss. Ich will ein ganz kurzes Schlaglicht geben auf bisherige Ergebnisse, denn wir haben die Erfahrung gemacht und sehen das jetzt auch in der Umsetzung, dass zum einen der Querschnittsgedanke wirklich greift, dass der wirkt. Und viele Behörden wirklich gute Maßnahmen ergriffen haben und auch schon umgesetzt haben. Einiges werden wir ja gleich ganz unmittelbar hören. Ich will nur noch ein paar Beispiele nennen, wie zum Beispiel die Einrichtung einer Website für LSBTI-Geflüchtete, Schulung von Multiplikatoren für Geflüchtete, LSBTI-Erstaufnahmeeinrichtung. Übrigens ein Thema, das seit 2015, seit der großen Flüchtlingsbewegung sehr intensiv auch in der Community in verschiedenen Runden, ich habe teilweise auch dabei sein dürfen, diskutiert wurde, sodass da auch wieder Druck aus der Community dazu geführt hat, dass wir uns behördlicherseits Gedanken gemacht haben, mit wem oder welche Einrichtung und welchem Träger auch solche Forderungen, solche neuen Herausforderungen, die wir nur teilweise auch aufgreifen konnten in dem Prozess, auch dann tatsächlich umgesetzt werden. Dann die Aufnahme des Themas Regenbogenfamilien im Hamburger Familienwegweiser, die explizite Berücksichtigung von LSBTI-Belangen im Seniorenmitwirkungsgesetz. Das war eine richtig heiße Debatte, die wir hatten, nochmal mit der Gesundheitsbehörde, die auch dazu geführt hat, dass wir unsere, das ist jetzt sehr technisch,
unsere Drucksachenprüfverfahren. Also jede Drucksache, die aus irgendeiner Behörde kommt, zu irgendeinem Thema. Es soll ein neues Wohngebiet erstellt werden. Es gibt eine Straßensanierung irgendwo. Es wird eine neue Kita eingerichtet. Ich sage das jetzt mal ein bisschen platt. Jede Drucksache, die von irgendwoher kommt, muss bei mir in die Stabsstelle und wird dort geprüft. Und zwar bei uns auf die Belange von Geschlechtergerechtigkeit. Ist aber definiert Geschlechtergerechtigkeit zwischen Mann und Frau. So sind in der Vergangenheit bei uns die Drucksachen immer geprüft worden. Und natürlich hat die Person, die geprüft hat, vielleicht im Hinterkopf auch immer, LSBTI müssen wir da auch immer ein bisschen mit abchecken sozusagen, mit berücksichtigt, das aber nicht wirklich systematisch durchdrungen. Und anhand dieses Seniorenmitwirkungsgesetzes, wo es, muss man ehrlicherweise sagen, einmal in die Grütze gegangen ist, weil nämlich als das Ganze dann im parlamentarischen Raum war und die Abgeordneten drüber geguckt haben und plötzlich Anträge gestellt wurden zum Thema Berücksichtigung von LSBTI, die Frage aufkam, ja Moment mal, wieso ist das denn dem Senat nicht aufgefallen, dass das da in keiner Weise aufgegriffen ist und dass die Menschen vielleicht im Alter auch nochmal besondere Anforderungen an das Leben stellen oder in Pflegeeinrichtungen einer besonderen Aufmerksamkeit oder einer besonderen Behandlung auch durch das Personal bedürfen. Und dann zeigten natürlich alle mit dem Finger bei uns auf die Stabsstelle und sagten, wieso, ihr seid doch diejenigen, die die Drucksachen prüfen. Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie machen wir denn das künftig? Weil bisher der Auftrag wirklich ist, Männer und Frauen aus einer alten Logik heraus, ich glaube, Sie wissen, aus welchem Jahr dieser Beschluss kam, irgendwann Anfang 2000er oder so, also schon sehr alt, sodass wir da für uns auch Änderungs- und Verbesserungsbedarf sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, an diesem sehr technischen Beispiel konnten wir dann auch wieder in Gesprächen mit dem LSVD und dem Landesseniorenbeirat, das war eine richtige Showdown-Situation, die es da gab, erreichen, dass es noch eine Änderung in diesem Gesetz gegeben hat, obwohl eigentlich das parlamentarische Verfahren schon so gut wie durch war. Also Mini-Beispiel zeigt aber, wenn die Sensibilität da ist, wenn man aufmerksam gemacht wird auf Dinge und man selbst auch die Kraft und die Größe hat zu sagen, gut, da ist mal was schiefgelaufen, aber wir müssen unsere eigenen Verfahren auch nochmal überprüfen, dann funktioniert das. Deshalb wollte ich das jetzt hier einmal rausgreifen. Wir haben dann noch die Studie des UKE zur Gesundheitsversorgung von LSBTI. Ja, Applaus hinterher. Ja. Also es hat ja in diesem Fall geklappt, genau. Und Verstetigung und Stärkung einer Netzwerkstelle Trans im MHC. Das jetzt nur mal in den unterschiedlichen Bereichen, weil wir ja von vielen anderen auch gleich hören werden, von dieser Stelle. Ja, ich sagte gerade, der nächste Thementisch ist geplant zum Thema Schule, findet am 20. August statt. Die Fortschreibung des Aktionsplans, das ist dann immer, wenn man sich angeguckt hat, wie sind Maßnahmen gelaufen, evaluiert sie, guckt, ob neue dazugekommen sind, ob vielleicht alte wegfallen, ob die ganze Struktur nochmal in Frage gestellt wird. Die ist für 2020 vorgesehen und wie gesagt nochmal, da sollen Ergebnisse vorgestellt werden, Themen, die bislang zu kurz gekommen sind oder Themen, die neu hinzugekommen sind, so wie wir es jetzt beim letzten Mal schon mit dem Thema Flucht hatten, das glaube ich, im Vorfeld keine große Rolle gespielt und ist dann einfach in den letzten zweieinhalb Jahren zu einem großen Thema geworden, mit einem großen Fokus, dass man einfach immer auch gesellschaftliche Entwicklung dabei ein Stück im Blick hat und vielleicht nochmal die Perspektive, die der Aktionsplan einnimmt. Man orientiert sich wie bei anderen Senatsprogrammen und Plänen auch an einer sogenannten Lebensverlaufsperspektive, das heißt die verschiedenen Phasen, die ein einzelner Mensch durchläuft, von ganz klein, Kita, Schule, Ausbildung, Beruf, also Arbeitswelt, über die Querschnittsthemen, Kultur und Sport, Leben im Alter, innen, wir haben ja auch von der Polizei hier heute wieder Vertreter das Thema, Innenpolitik, Rechtsstaatlichkeit, all das spielt da eine Rolle. Und für diejenigen, die den Plan noch nicht gesehen haben oder ihn nicht kennen, ich nehme mal an, die meisten schlafen drauf, nein,
haben ihn unterm Kopfkissen und jeder hat wahrscheinlich seine 3 bis 5 Lieblingsmaßnahmen, die von den einzelnen Menschen hier im Raum mitentwickelt wurden. So sieht es aus und da kann man dann anhand der verschiedenen Bereiche auch genau sehen, wo und in welchem Feld man sich bewegt. Ja, das vielleicht erstmal als kleinen Impuls, wo wir stehen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es gut läuft, sowohl was die Struktur angeht, als auch die Ansprüche, die wir von Beginn an mit dem Aktionsplan verbunden haben. Und meine Eindrücke und das, was mir aus der Community gespiegelt wird bei den verschiedenen Veranstaltungen und Begegnungen, die wir haben, ist auch ein hohes Interesse, immer auch eine hohe Erwartungshaltung, was ich auch absolut richtig finde, und eine gehörige Portion Druck, die man natürlich auch immer wieder braucht, um zum einen politisch was zu bewegen, zum zweiten aber auch die Verwaltung mitzunehmen auf diesem Weg. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir in diesem Wechselspiel, da sich gegenseitig Impulse zu liefern, zu beflügeln, manchmal vielleicht auch zu bremsen oder auch um Verständnis zu werben, dass manche Dinge manchmal nicht so schnell gehen, wie sich das der ein oder andere oder die andere vorstellt, oder dass vielleicht nicht unmittelbar die finanzielle Grundlage da ist, sondern dass man hier und da auch noch mal ein bisschen länger gucken muss, vielleicht sich auch einen Kooperationspartner sucht. Das ist, glaube ich, ein Verfahren und ein Weg, mit dem wir ganz, ganz gut leben wollen und leben können und das auch in diesem Sinne gerne so weiter fortsetzen. Ja, vielleicht dazu erstmal. Danke. Vielen Dank.